Moin, moin, Kameraden. Willkommen zurück im Piratenlager. Ich kann das nicht, tut mir leid. Aber hier, so, jetzt quatschen wir mal mit Samuel. Ich will eine Ration Grog abholen. Gib mir rum. Ich will was Stärkeres. Wir reden erstmal. Blablabla. Francis. Ich will mit dir über Francis reden. Mir bloß auf mit diesem Möchtegern-Captain. Er sitzt sich den ganzen Tag den Hintern breit und kommt sich wichtig vor. Wir würden alle gern wissen, welcher Teufel den Captain geritten hat, ausgerechnet ihm das Kommando zu übertragen. Was willst du von dem Schnösel? Was willst du von dem Schnösel? Ich will... Achso. Ich muss in Gregs Hütte. So. Und was willst du in der Hütte? Ich brauche eine Banditenrüstung. Francis würde dich nie freiwillig in die Hütte lassen, damit du ein paar von Gregs Sachen mitgehen lassen kannst. Es sei denn... Ja? Du hast was, was er unbedingt haben will. Ich weiß, dass Francis in einer verlassenen Mine im Canyon irgendwas versteckt hat. Hab mal mit ihm zusammen Wache geschoben. Er ist wie immer eingepennt und hat im Schlaf davon gefaselt. Ich habe keine Ahnung, was er da verbuddelt hat, aber vielleicht ist es ihm so wichtig, dass er dich dafür in die Hütte lässt. Wenn der Captain wiederkommt und ein paar von seinen Sachen fehlen, zieht der Francis das Fell über die Ohren. Ich will meine Ration Grog abholen. Ohne Grog macht ihr wohl gar nichts, wie? Richtig so. Hier hast du. Ich rede auch von irgendwo Rüstung. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ist noch... Gib mir rum. Ah, die Muttermilch eines jeden Seemanns. Hier. Ich will was Stärkeres. Ah, ein Suchender. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ein echter Schnaps sollte klar und stark sein. Er muss die Kehle runterfließen wie flüssiges Feuer. Das findet man verdammt selten. Aber ich rede wieder zu viel. Du willst was trinken. Hier, mein eigenes Rezept. Wie findest du das? Es heißt schneller Hering. Ach, jetzt renne ich rum. Beeindruckend. Ja, das will ich meinen. Du kennst nicht zufällig selber gute Schnapsrezepte? Falls doch, musst du sie mir unbedingt verraten. Willst du noch einen? Willst du noch einen? Gib mir was von dem schnellen Hering. Ziemlich üble Brühe, aber sie wirkt. Gib mir was von dem schnellen Hering. Ziemlich üble Brühe. Gib. Ziemlich. Ich glaube, dann bin ich. Ich meine, das ist ein Geschwindigkeitstrank. Wir machen jetzt mal ein bisschen hier. So. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Echter Seemannsgrog. Bang. Weiß darum, bang. Bier, Schinken nehmen wir mit. Brauche ich hier. Wer wollte das denn nochmal? Ich hab schon wieder. Achso, der Typ am Markt, genau. Okay. Was gibt's Neues im Lager? Seit Greg weg ist, passiert hier nicht viel. Morgan und die meisten seiner Jungs lassen sich den ganzen Tag volllaufen. Der Einzige, der ein bisschen was macht, ist Henry. Er zieht mit seinen Jungs die Palisade hoch. Wird Zeit, dass Captain Greg wiederkommt und diesem Francis mal ordentlich in den Hintern tritt. Okay, alles klar. Wow, guck! Formel 1! Sehr geil, wir haben einige gekauft. Das hängen wir fest. Jetzt zünden wir mal ein bisschen Warane hier. Hey, halt, bevor wir das machen... Alter, das Wasser ist aber laut hier. Rosch, rosch, rosch! Ist immer so. Wasserfälle, Wasser generell. Überall ist immer Wasser laut. Lautes Wasser. Küstenabwehr hier. Guck mal, Küstenabwehr. Oh, mit Bill haben wir auch noch nicht geredet. Alles klar bei dir? Was ist los? Schickt Henry dich zu mir? Kannst ihm sagen, er bekommt seine Bretter, sobald ich fertig bin. Wenn ihm das nicht passt, kann er sie auch gerne selber sägen. Was machst du mit den Brettern? Die sind für die Palisade, du Depp. Greg hält es für eine gute Idee, unser Lager damit zu sichern. Also wenn du mich fragst, können wir uns die Arbeit sparen. Falls die Banditen wirklich vorhaben, uns anzugreifen, wird sie auch die lächerliche Palisade nicht aufhalten. Wir hätten sie niemals in unserem Tal dulden dürfen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich in Corines geblieben. Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur, ich schaff das schon.
Ich bin noch nicht so lange dabei. Und wenn ich andere meine Arbeit machen lasse, komme ich hier nicht weit, verstehst du? Ich suche Angus und Hank. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Wahrscheinlich wurden sie von den Banditen erwischt. Ihr wart doch befreundet, oder nicht? Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich in einer Höhle hier in der Nähe mit den Banditen treffen wollten. Sie muss irgendwo außerhalb unseres Lagers im Osten sein. Wo genau, weiß ich nicht. Ich bin selbst nie da gewesen. Am besten, du fragst Alligator Jack mal danach. Der treibt sich doch ständig vorm Lager herum. Du warst in Corinis? Ja, ich habe mich da mit Taschendiebstählen und kleinen Gaunereien über Wasser gehalten. Aber als immer weniger Schiffe kamen, gingen die Geschäfte immer schlechter. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, für ein paar Krumen Brot vor der Miliz wegzulaufen. Ich habe mich dann Greg angeschlossen. Jetzt sitze ich hier fest. Den ganzen Tag am Sägen, um eine Palisade zu bauen, die sowieso keinem was bringt. Ja, aber noch besser als, gar nichts. Oder hungern oder so. Kannst du mir was beibringen? Nun, ich könnte dir zeigen, wie man andere Leute Taschen plündert, ohne dass sie etwas merken. Aber du solltest einigermaßen geschickt sein, sonst kommst du an die wirklich wertvollen Sachen nicht ran. Nee, danke. Da stehe ich aber auch überhaupt nicht drauf, irgendwie Taschendiebstahl. Habe ich in jedem Spiel irgendwie immer übersprungen. So, jetzt Brandon. Hey. Brandon Fraser. Nimm diesen. Geht runter wie flüssiges Feuer. Bring mir was bei. So, Stärke. 10 LP. Bang. 10 LP. Komm wieder, ah. Komm wieder. Wir brauchen mehr Stärke. Gut, ja. Was ist eigentlich mit dem 2x3 Lebensenergie und einmal ein 3er Magie? So, viel fehlt nicht mehr. Dass ich aber immer noch nicht genug Stärke habe. Guck mal, jetzt haben wir immer eine Armbrust. Die brauchen noch 2 Punkte. Wir brauchen noch 2 Punkte. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Okay. Ein Level. Wie weit sind wir denn noch? Wir haben bestimmt noch super viel. Guck mal, 1500 brauchen wir noch. Ist nicht mehr viel. Okay, wir sollen... Gut, dann räumen wir mal den Strand frei. Wir machen erstmal den Strand, wo auch immer im Norden ist. Erstmal da unten. Da müssen wir aber jetzt nicht hinrennen mit dem Hering. So faul sind wir jetzt nicht, oder? Warte mal, ist hier noch irgendwas zum Sammeln? Guck mal hier. Und eine Münze. Gold. Pilze. Ich weiß gar nicht, wie die Leute hungern können. Die Welt ist voller Viecher. Alle sind Fleisch ohne Ende. Das war doch schon vorher klar. Wenigstens ist die Musik anders hier. In dem blöden Tal, wenn man hier rausgeht. Mein Gott. Die dudelt da immer vor sich her. Da gibt es auch überall Muscheln und so. Ah, goldener Kelch. Ja gut, lol. Okay, dann töten wir mal ein paar Warane. Ach, Gott sei Dank. Sollen wir mal... Ach, guck mal, doch, ich kann jetzt mehr looten. Siehst du, dann habe ich das richtig gelernt. Wir haben es nicht vergeigt. Reptilien. Sehr gut. Mann, ist das laut. Das Wasser ist zu laut. Na, super.
Super. Mann, ey, können wir denn... Ich meine... Ach gut, wir haben auch nichts in Amos geskillt, dann lassen wir es auch bleiben. Das Ding ist, wir müssen ein bisschen hin und her pendeln. Ich glaube nicht, dass wir die in einem hier durchkriegen. Wir werden jetzt hier stärker und dann gehen wir auch wieder zurück und prügeln da ein bisschen rum und so. Also... Und wenn wir das mit den verschwundenen Leuten auch aufklären. Angus und Hank finden uns so. Ich weiß, wo man die findet. Ich glaube. Ach du Scheiße. Nevermind. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das gibt's doch nicht! Die Soundschattenläufer! Ich würde den ja schon gerne töten. Aber ich kann den noch nicht töten. Ich bin halt noch nicht so... Ja, ich hab's geschafft! 300! Gib mir dein Loot! Haha! Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das habe ich auch einmal probiert vor Segittas. Blöden Scheißhöhlending, aber da hat's nicht funktioniert. Okay, das haben wir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Heil brauchen wir uns nicht, weil wir sind direkt überall Betten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch weiter kann. Wir müssen mal gucken. Hier gibt es noch einiges zu pflücken. Ich speichere jetzt lieber nochmal ab. Hier bei den Piraten bin ich immer gern. Ich weiß nicht, ist es an dem Strand? Sowas mag ich generell in Spielen. Strand. Strandpalmen und so in Spielen. Also ich warte immer noch auf das ultimative Survival-Game am Strand. Stranded Deep war schon cool. Was ist das? Ach, das ist ein... Guck mal hier! Das ist ein Templer. Tja, ist wohl untergegangen. Klappmuschel. Steine bestimmt hier. Oh, guck mal, Schatulle. Als wenn die Piraten hier nicht alles aufgesammelt hätten. Hornmuschel! Soll ich dem jetzt sagen, dass ich die hier... Nee, ne, oder? Wenn ich mich beweisen will, soll ich den Strand räumen oder so, hat er gesagt. Aber wahrscheinlich auch den anderen Strand. Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Hier hast du deinen Lohn. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal eine Koje und trink dir eine ordentliche Buddel rum. erstmal sich einen gönnen, obwohl er selbst das nicht erledigt hat, ne? Aber Hauptsache einen Grund finden. Ah, das Zeug ist gut. Alles Alkoholiker. Aber ich meine, das willst du auch machen, so als Pirat jetzt hier in unserer echten Welt. Drohte dir nun mal der Strick. So. Der
weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Dann machen wir noch den anderen Strand, aber ich weiß gar nicht, wie übel das war. Kann ich hier reingehen? Das ist doch alles nur geredet. Du sagst, such dir eine Koje. Pennen wir jetzt hier. Er weiß ja nicht mal, wie ein Schwert. Ach, wir haben, glaube ich, einen vergessen. Und zwar den da. Den Trainer Bones. Pille. Kannst du mir was über Francis erzählen? Guck dich doch mal um. Die einzigen, die was tun, sind Henry und seine Jungs. Morgen liegt den ganzen Tag im Bett oder lässt sich volllaufen. Bei Greg gibt sowas nicht. Wer nicht spurt, kriegt einen Tritt in den Hintern. So ist das. Wie läuft's? Naja, ich komm klar. Ist ein bisschen langweilig, aber wenigstens muss ich nicht arbeiten. Ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Auftrag vor, den Greg mir gegeben hat. Welchen Auftrag? Das darf ich nicht sagen. Nichts für ungut, Kleiner. Aber ich habe mir das Privileg hart erarbeitet und habe keine Lust, es wieder zu verlieren. Er hat auf die falschen Leute. Kannst du mir was beibringen? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Und er sagt, alle anderen sind faul. Na gut, er trainiert ja immerhin. So, jetzt haben wir hier noch einen Strand, ne? Und da können wir den Kompass finden. Wenn wir durch dieses laute Wasser gelaufen sind. Boah, dumm. Goldbrocken. Schon wieder ein Goldbrocken. Alter, da. Feuerwarane. Oh Mann. Ich hasse Warane. Mein Gott. Ich könnte die Warane töten, wenn ich irgendwo draufspringe. Aber wie gesagt, ich kann ja besser Bogen schießen, als mit der Armbrust umgehen. Ich glaube, ich muss wirklich mal die Welt von Corinnes um Corinnes abgrasen und nochmal alles töten. Wie gesagt, wenn wir mal Snapper einsacken können, können wir mal ganzen Snapper hier angehen. Das ist auch noch dieser Drachensnapper und so. Wir können endlich einen Säbel und eine bessere Armbrust, die uns nichts bringt, benutzen. Ich will nicht wissen, wie viele Tafeln ich übersehen habe. Wie gesagt, ich glaube, nach der Folge gehe ich mal gucken. Mache ich mal nochmal die Karte auf. Und dann schauen wir mal. Weil, wie gesagt, das ist mir zu blöd sonst. Guck mal, da hinten ist eine Höhle. Ach, hier, der Tod. Guck, hier sind überall Leichen. Dann ist hier irgendwo das Zeug vergraben. Das ist das X! Niemals hat irgendwo ein X einen Schatz markiert, oder? Wie war das noch? Ach, komm schon! Ich will mal eins ausprobieren. Wie wäre es, wenn wir die Gothic 2 Steuerung benutzen? Gothic 1 Controls aus. So, und dann hat man Schlagen auf... Aber das geht auch nicht besser. Nee, das ist genauso. Oh oh. Mal wieder an.
waren das jetzt bei Spiel, ne? So. Hoffentlich überleben wir das. Nein! Schneller! Oh nein, habe ich gespeichert? Nein, habe ich nicht. Ach ja. Ist das nicht schön? Komm hier. Es gibt später so Zauber, da kannst du dann Feuerwaran werden und dann kannst du alles ausmerzen. Aber dieses Verwandelnzeug, das habe ich noch gar nicht gefunden. Eine Hacke. Was soll man die hier gemacht haben? Nee, scheiße, das ist ein Untoter. Das sind mehrere Untote. Warte mal, kann ich die auf die Warane hetzen? Ich habe Untoten vernichten, aber das wäre ja schön blöd, wenn ich das jetzt benutze. Soll ich mal testen, wie gut ich gegen die bin? Ich hasse es, die schreien immer so. Ich hasse es, gegen Untote hier zu kämpfen. Hä? Geht sogar. Hallo? Also ihn schaffe ich nicht, oder? Doch. Ich glaube, trifft er mich einmal, habe ich es hinter mir. Wer ist der Nächste? Wer hat noch nicht? Schaffe ich es oder schaffe ich nicht? Das finde ich wiederum ganz gut. Also nicht so schlimm wie beim ersten Teil. Bestimmt alte Crew vom, hier sind hier so Jakendar-Bewohner. Guck hier. Jetzt so eine Rüstung, dass das eigentlich so ein Super-Typ ist. Nein! Oh, das wär's beinahe gewesen. Jetzt. Okay, ist nicht mehr so laut. Dann geht's. Ihr wisst, was da immer so spaddelt. Uah.
Oh Gott, das war knapp. Ganz ruhig, wir machen es ganz ruhig. Links, rechts, oder andersrum. Ja! Komm, stirb jetzt endlich! Raus mit der Seele, sehr schön. Nichts zu plündern. Ja, Zombies halt. Okay. Weißt du, Feuerrane? Nein. Zombies, ja. Das wäre jetzt Verschwendung gewesen. Guck mal, das ist ein Geschwindigkeitstrank. Oder nur Trank. Trank? Amulett! Oh, Omelett wäre jetzt geil. Irgendwie. Oder? So ein Omelett? So. Die haben, glaube ich, auch nichts. Nee, die haben ja nichts. Okay, speichern. Puh. Ist ja weit genug weg, ich weiß ja nicht. Och nee. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Ich weiß nicht, ob ich die so töten kann wie die Warane, weil die haben schnellere, die greifen schneller an, glaube ich. Guck mal, rein in die Synergie, der heilt vollständig. Das kann ich sehr gut für später gebrauchen. Ich glaube, sobald ich anfange zu buddeln, kommt der automatisch, der Sack. Blöde Penner da hinten. Wir warten nochmal, wenn er zurückgeht. So die Patrouille abwarten. Und jetzt. Und tschüss. Nächster Freundchen. Sehr gut, das haben wir geschafft. Wer hätte das gedacht? Also ich hätte gedacht, wir verkacken hier, aber bis jetzt läuft's ganz gut. Wir geben jetzt Stärke lernen nochmal 5 Punkte. Und ja, dann könnte ich ja mal Armbrustskill, weil ich glaube, Einhand bleibe ich. Ich mache keine Punkte mehr in Einhand. Ich werde jetzt alles in für Zweihand sparen. Ja, genau. Und so machen wir das. Ich komme nochmal wieder. Es sei denn, wir finden diese Tafeln. Das macht ja dann natürlich nichts. Rausch, rausch, rausch! Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wer war das? Das war der. War das der. Das war der Verkäufer, sehr gut. Das interessiert mich nicht. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn nochmal wiedersehe. Weiß ja nicht, danke, Mann. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Her, nimm diesen Gürtel dafür. Er ist mein wertvollstes Stück. Hat er wirklich behauptet. Ist das der Gürtel, den wir gerade im Handel gesehen haben? Brauchst du das nicht zu sagen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Guck mal hier, der Amulett. Wir sind drei Brüder in der Kaste, zusammen sind wir stärker. Genau, das waren nämlich zwei Ringe und ein Amulett. Daran? Ich könnte mir sowas nie erlauben. Nee, der ist besser. Ich bin ganz deiner Meinung. Ne? So viel zu deinem besten Stück, du Lappen. Das interessiert mich nicht. Stärke. Brandon! Hey, du! Nicht Brandon! Doch, Brandon! Entschuldigung. Tja, ist schon 15. Gut, ja.
Okay. Na endlich. Bessere Armbrust, die wir nicht benutzen können. Und ja nicht, das ist alles der Säbel, der ist aber kürzer. Na? Aber er macht mehr Damage. Er macht... Wie viel... Kann man sich drauf verlassen? Guck mal, grobes Langschwert. Dafür bräuchten wir noch 2 Punkte. Das ist wirklich nicht mein Problem. Macht genauso viel Schaden. Kann man sich drauf verlassen? Braucht aber mehr, ist aber schön lang. Ich weiß gar nicht macht halt mehr, 40. Man machen wir schon soll. Ein bisschen mehr, fast doppelt so viel. Guck mal, die Armbrust, wie groß sie ist. Ich hätte das okay, komm, dann suchen wir jetzt mal Angus und Hank. Ja? Ja? Aber ich muss ja erst mal aufhören, liebe Leute. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Gothiconius. Gothicline, du kleines Schwein. Also bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.